So, ja. Ups. Einen wunderschönen herzlich willkommen zu Minecraft Folge Nummer 7. Ja, es ist sehr, sehr, sehr lange her, da ich eigentlich mal wieder Minecraft gespielt habe. Für euch ist das hier wahrscheinlich nicht so lange her als für mich. Und ja, in der Zeit, wo ich das letzte Mal aufgenommen habe, ist sehr, sehr, sehr viel passiert. Und da möchte ich euch ein bisschen darauf in die sagen, was all überhaupt passiert. Weil ich weiß selber nicht ganz, was alles schon passiert ist. Und okay, wir haben heute den 26.06. kommt dieses Video online. Wir haben aktuell ungefähr 2 Monate vorher. Darum, was in der Zeit noch alles passiert, da weiß ich noch nicht. Aber ich weiß, dass wir endlich mit dem Game starten. Und damit viel Spaß. So, was ist unsere Welt? Soweit ich weiß, war das die Minenwelt, war unsere Welt. Und da gehen wir jetzt auch mal wieder rauf. Ich war da so lange nicht mehr. Baue das... Oh, ja. Okay. So, jeder kennt die Welt noch, Minecraft Nummer 7. Ja, hier waren noch ein paar Häuser, die habe ich ja da weggesprengt. Was haben wir denn hier? Rote Beete. So, wir bauen hier mal weiter. So, möchte einer handeln? Nein. Ah ja, hier habe ich ja auch angefangen zu bauen. Okay. Ich glaube, wir brauchen erstmal die ganzen Erde hier. Soll der? Nee, ich soll ja auch der Höhe bleiben. Okay. So, tun wir mal die ganze Erde hier abbauen. Es wird in dem Fall jetzt mal keine Zeitrafferaufnahme geben.
So, und dann brauchen wir ja auch noch Stein. Okay. Hey. Ach Gott. So, hier wollte ich ja auch noch viel was dran arbeiten. Hier natürlich hier auch. Was habe ich denn hier immer? Alles klar. Es soll ja alles in Ziegelsteine umgewandelt werden sollen. Darum war ich ja hier auch schon sehr, sehr fleißig und brauche das Holz ja für andere Zwecke. Ja, mal. Gehen wir einmal hier hin. Weil hier ist der Holz der Rad wichtiger. Weil hier wird was hingebaut. Habe ich hier eigentlich schon mal eine Brennsunde? Ich glaube nicht. Ja, ich soll ja bis hierhin und dann darüber. Es ist ein sehr, sehr großer Platz, wird das. Ja. Ups. 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 Da hatte ich auch immer dasselbe. Okay. In Zukunft wird dann Minecraft auch einen anderen Server oder ja, war Server das spielt. Bam. War ja klar. Hier muss ich erstmal wieder rauskommen, wie sonst was. So, wird es ja ein... Es wird immer noch Minecraft geben. Nur mit der, ja, anderen Minecraft-Version, die ihr wahrscheinlich auch alle kennt, diese Java-Edition. Und dann wird sowieso dieses Minecraft nicht mehr geben. In der 9. Folge werde ich dazu euch ein bisschen mehr erzählen können als aktuell. Das soll hier ja auch erhalten bleiben. Ich würde vielleicht auch irgendwann auch wieder dieses Projekt hier dann weiter machen. Das weiß ich aktuell noch nicht. Aber aktuell, soweit ich weiß, wird das Projekt nur noch 2 Folgen weit hier gehen. Und dann geht er ja sowieso in das andere Leben
von Minecraft rein. Wo ich auch sehr gespannt bin, wie das sein wird. Ja, hier wollte ich ja alle Häuser erstmal so, ich muss erstmal was essen. Lecker was zum Essen. Ja, ich muss da gerade selber ein bisschen überlesen, wie hier alles überhaupt aussehen sollte. Und wenn wir dann das neue Minecraft dann spielen werden, wird es erstmal ein großes Event geben. Auf meinem Kanal. Ja. Darüber haben wir, ja, Kollegen und ich, auch schon Gedanken darum gemacht, wie wir es genau anstellen werden. Wie ich genau, das werde ich euch dann auch, wenn das dann beginnt, berichten. Bam. Weil aktuell haben wir alle gesagt, wir sahen noch nichts. Ja. In der Zeit bis der letzten Aufnahme, bis hierhin, ist bei mir sehr, sehr viel passiert. Auch auf meinem Kanal ist ja sehr, sehr viel passiert. Die Leute, die mich eigentlich immer mal wieder folgen, schauen, was ist. Die Erde ist hier auch wieder weg. Subi. Ja. Wo fange ich am besten an? Einmal hat ja die Piratenpartei leider auch ein bisschen spät. Aber wir wussten es ja von halbes Jahr schon, dass dieses Urheberrechtsform soweit kommen wird. Und ja, am 23.03.2019 sind über 200.000 Menschen auf die Straßen gegangen, um zu demonstrieren, die den Artikel 11, 12, 13 oder nach der 9 Fassung 15, 16, 17. Es gab auch eine Unterschrift-Aktion mit über 5 Millionen Unterschrift. Und ja. Und diese Unterschriften hat leider überhaupt nichts gebracht. Finde ich sehr, sehr, sehr schade.
Ich weiß nicht, wie das hier ja aktuell so aussieht, wie das so weiterläuft, weil wir haben ja April, die EU-Wahlen sind ja schon um, aber ich weiß aktuell noch nicht, wie die genau aus dann sind. Ja, nochmal zur Erinnerung. Nie mehr CDU, nie mehr SPD, nie mehr AfD. Alle solchen Sachen. Ja, weil die EU oder die Politiker und ja all der gekaufte Demonstranten gesagt hat, laut CDU, wo ja auch in Bundes, nee, EU, da ja eine Verhandlung ja auch stattfand, wo die Julia Reda, dem Abgeordneten von der CDU, auch klar gemacht hat, dass er ja eine Falschaussage ist, was er dazu gesagt hat. Da muss ich auch sagen, hat Julia Reda echt gut gemacht. Auch Timo Wölke, der ja auch diese Reform war. Leider ist das ja durchgekommen, was ich sehr, sehr schade finde. Weil es sagt einmal, dass die Plattformen in Zukunft, wenn urheberrechtliche geschützte Werke hochkommen werden, müssen die einmal irgendwie ihr Lizenzen sich holen? Ja, aber wie? Wie will, nee, zum Beispiel YouTube von jedem Einzelnen ja eine Lizenz holen? Weil jeder von uns sind hier Urheber. Was alles nicht so ganz einfach ist. Die CDU hat ja schon gesagt, die will irgendein Programm aufmachen ohne diese Upload-Filter. Ja, dann und in dem Aspekt wird es wahrscheinlich so ablaufen, dass es dann so genannte Upload-Filter geben wird oder Content-ID-System, was ja YouTube ja bereits schon hat. Was auch nicht ganz einfach ist. Dieses Content-ID wird ja aktuell ja schon von YouTube benutzt. Aber das Problem daran ist, es ist ja auch sehr, sehr fehleranfällig, dieses Content-ID. Darum, und sowas darf ich ja schon Deutschland ja auch schon national. In Deutschland wurde ja damals 2011 ja auch schon abgelehnt vom BDH, Bundesverfassungsgericht, wurde ja schon abgelehnt, dass Content-ID oder dieses Upload-Filter ungemäß in Ordnung sind. Und je wollten die Politiker es ja auf EU-Ebene machen.
Hä? Ja, ich gebe zu, Urheberrechtleute sollen auch gut vergütet werden. YouTube soll ja auch was zahlen. Jo, alles kein Thema. Aber nicht so was, dass er dann die Upload-Filter dem wird, die das Ganze vielleicht filtern können. Wie zum Beispiel Minecraft. Ist ja urheberrechtlich geschützt in dem Fall. Echt, gehört ja der Marke Minecraft oder die dahinter steckt. Oder WhatsApp. WhatsApp ist ja auch urheberrechtlich geschützt. Du dürftest eigentlich kein Video darüber machen, über dein Handy von WhatsApp und das aufnehmen. Weil der fällt sofort über Urheberrecht vor, weil ja die Marke WhatsApp ja urheberrechtlich geschützt ist. Eigentlich dürfte ich das dann nicht mehr hochladen. Und viele andere Sachen sind auch noch davon betroffen. Auch Filme, andere Spiele. Ja. Und das sehen viele das Problem. Ja, urheberrechtlich sollte ja eigentlich auch nicht passieren. Echt passiert, leider. Und dann wird ja sogenannte Upload-Filter, die ja das dann all verhindern würden, dass sowas dann nicht mehr hochgeladen wird. Und wo war ich hier? Und wenn das so kommen wird, was aktuell auch leider auch sehr danach aussieht, dann wird ja 90% der Fälle nichts mehr geben. Nur noch vielleicht 10%. Vielleicht so Sachen wie größere Filmverlage wie ARD, ZDF. Oder wir machen pauschale Abgaben. Pauschale Abgaben sind ja schon wie bei CD-ROM, CD und Co. auch schon rauf. Was ich eigentlich sehr, sehr gut finde. Jede CD, die du ja kaufst, sind ja, nee, das ist nicht viel, aber da sind dann eben Abdarm wird da ja automatisch abgenommen. Das sind vielleicht 20% des Einkaufes, wenn du irgendwas für 10 Euro kaufst, dann sind 20% ja 2 Euro. Diese 2 Euro wird das dann in eine wird dann irgendwo gesammelt und das wird dann ja an die Urheber dann abgegeben. Es gibt dann auch noch Artikel 11, ja eigentlich 12 oder 15, 16, wo ja beide Seiten wieder die Hälfte Hälfte bekommen wird. Der Bundesverfassungsgericht hat ja damals entschieden, dass der urheberrechtlich ja zu 90 oder 80% der Einnahmen bekommen wird und 20% der Verlag. Weil der Verlag gibt es ja nur weiter. Der Urheber erschafft das.
Das ist also nicht ganz einfach. Ja. Ich müsste da jetzt auch nicht weiter irgendwas sagen. Informiert euch einfach darüber. Macht einfach eure eigene Meinung dazu, was ihr dazu denkt. Ich werde weiterhin Demos geben, auch wenn die EU-Richtlinie ja durch EU und durch den Rat durchgedangen ist. Sorry. Und ja. Und damit wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen guten Abend Tag. Hallo Pferd. So, und wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge.